Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier in den grünen Untiefen des Weltalls. Wenn ihr denkt, wir spielen hier diese schöne große Station, nein, weit gefehlt, denn wir sitzen hier in diesen kleinen Drohnen. Wenn ich sage wir, meine ich den lieben Mene noch an meiner Seite. Grüß dich. Hallo. Und wenn ich sage, wir spielen, dann spielen wir ein neues Spiel und zwar Avorion. Ich mache jetzt hier mal kurz das Hut an. So, Avorion ist, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Im April, im Februar, ich weiß es gar nicht genau. Ist noch nicht so alt. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Und ich habe, nachdem Men und ich uns mal unterhalten haben, was wir denn mal spielen könnten, kam die Sprache hier drauf und wir waren beide ganz angetan davon. Und ja. Wir spielen es beide blind im quasi so im übertragenen Sinne. Wir haben vorhin mal ganz kurz reingeguckt, die Grundlagen gemacht und jetzt schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Ich bin gespannt. Also wie man hier schon sieht, man kann klein bauen, man kann aber auch so riesengroß bauen. Jo. Und um groß zu bauen, also vielleicht mal für diejenigen, die das Spiel vielleicht nicht kennen, also wie ihr seht, man befindet sich im Weltall und man sammelt Ressourcen und aus diesen Ressourcen baut man sich Schiffe und um große Schiffe zu bauen braucht man viele Ressourcen. Genau. Und deswegen, wie gesagt, wir haben schon mal reingeguckt, man fängt quasi mit einfachen Ressourcen an, das ist Eisen und Titan und genau das müssen wir jetzt mal, glaube ich, machen. Wir fangen jetzt mal an und sammeln Eisen und Titan. Genau, weil der Sinn ist halt eben, wir müssen uns jetzt erstmal ein neues oder ein eigenes Schiff bauen. Es heißt ja oft bei dem Spiel, dass es hier Parallelen gibt zu Eve zum Beispiel, weil bei Eve gibt es ja diese Kapselpiloten, wenn man abgeschossen wird oder so. Hier im Endeffekt hat man diese Bergbaumine, wo wir jetzt gerade drin sitzen. Selbst wenn man zerstört wird und zerschossen wird, landet man immer wieder in dem Ding. Und ist und halt nie wirklich tot. Ne? Wenn man genau, man behält seine Rohstoffe. Übrigens noch was ganz Interessantes, das Spiel kommt aus Deutschland. Das ist ein ganz kleines Entwicklerteam, ursprünglich nur einer alleine. Irgendwann kam cool. Dann nochmal, aus Erlangen kommen die Boxelware, nennen die sich, und ist über mehrere Jahre gereift, aber dann wohl innerhalb von ganz kurzer Zeit von, ich glaube 2005 oder 15, ich weiß es gar nicht mehr genau, kam es irgendwie auf Greenlight bei Steam und innerhalb von ganz kurzer Zeit hat das Spiel tatsächlich grünes Licht bekommen und ist jetzt eben seit kurzem verfügbar und ich finde es einfach toll. Also die Musik hier im Hintergrund und so, die Möglichkeiten zu bauen, also es spricht mich irgendwie total an. Es ist echt super interessant. Und wenn man dazu halt noch denkt, dass es halt oder noch betrachtet, dass es so ein kleines Team ist, Respekt. Ja, ihr habt gerade schon vielleicht bei mir auf dem Bildschirm gesehen, wer jetzt bei mir guckt, man hat mit diesen Meteoriten oder Asteroiden, die man hier abbauen kann, hat man auch die Gefahr zu kollidieren. Ich habe es jetzt gerade noch so bremsen können. Ja. Ich bin zwar kollidiert, aber es ist nichts kaputt gegangen, aber als wir vorhin gespielt haben, bin ich auch mal kollidiert und dann sind meine Abbaugerätschaften hier so ein bisschen im Arsch gewesen. Also da müsst ihr echt aufpassen am Anfang, dass ihr mit den Kollisionen vorsichtig seid. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann ein größeres Schiff haben, wird es ja auch schwieriger zu navigieren. Ja. Wie wir dann durch irgendwelche Asteroidengürtel durchkommen oder ob wir die dann einfach automatisch abschießen rechts und links, dass uns nichts passiert. Da bin ich mal gespannt drauf. Das finde ich, interessiert mich jetzt schon. Na, es ist, es wird schwierig, je nachdem, was du für eine Crew hast. Ne? Weil es ist so, in diesem, jetzt aktuell ist es so, da sitzen wir halt tatsächlich alleine drin in diesem kleinen Ding und bauen uns hier halt ab. Und je größer das Schiff ist, dann braucht man auch eine Crew. Und diese Crew kann halt eben aus ungelernten Fachkräften bestehen. Da zahlt man auch weniger. Allerdings, wie im echten Leben, gibt es dann eben weniger Erfahrung, weniger Kenntnis vom eigentlichen Einsatzgebiet und somit durchaus auch mal so ein paar Nieten mit dabei. Aber so kann man halt eben auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob die dann auch lernen und besser werden, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber man kann halt sagen, man nimmt ungelernte Kräfte oder halt Fachkräfte. Genau, und die Crew will halt auch bezahlt werden, das heißt, man muss halt schon gucken, wie man hier irgendwie an Kohle kommt. Und was halt absolut faszinierend ist, finde ich auch in diesem Spiel ist, es ist generell prozedural generiert. Und die Schiffe, soweit ich weiß, die gegnerischen Schiffe oder allgemein die Schiffe, die man hier begegnet, auch. Also es gibt wohl nur ein paar Formen, aber der Rest ist halt so Farbgebung und so generell alles zufallsgeneriert. Cool.
Für die, also ihr seht ja jetzt, wir fliegen jetzt hier getrennt rum, weil wir müssen auch jeder erstmal unser eigenes Schiff bauen. Ihr seht genau. diese rötlichen Brocken, das ist Eisen, und diese weißlichen Brocken, das ist Titan. Und wir brauchen beides, um halt unser erstes Schiff bauen zu können. Das Eisen halt für das, sagen wir mal, für den Korpus und das Titan für Beschleunigungen und solche Sachen. Richtig? Also ja, man kann das Titan natürlich auch für den Korpus benutzen, ja. Aber das ist halt ineffizient erstmal, weil es halt seltener vorkommt. Es kommt seltener vor, genau. Ich zeig das mal ganz kurz. Also allgemein bei dem Spiel ist es so, wenn man jetzt hier so einen Asteroiden anvisiert oder dementsprechend hier sieht, sagt man, oh lecker, hier ist Eisen drin, beziehungsweise Mineral, weil ne, man sieht es hier so rumblinkern und er hat eine andere Farbe als die anderen Gesteinsbrocken. Mittlere Maustaste schaltet das Ziel auf und wenn man nah genug dran ist, sieht man hier zum Beispiel, ich mache jetzt hier gerade mal, wenn man Shift gedrückt hält, aktiviert man oder deaktiviert man die Schiffssteuerung und aktiviert die Maussteuerung. Ich fahre mal hier unten übers Eisen, da sieht man hier unten rechts in der Ecke jetzt die Menge an Eisen, die da drin ist. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir jetzt dann hier gleich um 3734 Eisen beziehungsweise knapp 8800 reicher sind, weil hier in diesem Bereich sieht man in den Einstellungen unseres Schiffes, wir haben hier eine Effizienz von 14 von unserem Laser. Das heißt, wir kriegen nur, glaube ich, 14% sind das an Inhalt von diesem Brocken. Und es gibt natürlich auch noch bessere Laser, die man finden kann. Also es gibt hier auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendjemanden über den Haufen schießt, wenn man angegriffen wird, gibt es Loot, den man bekommt. Also die Feinde und Gegner droppen halt auch was. Und da gibt es dann von Modulen bis hin zu ja, Lasern oder alles Mögliche eben da drin. Es gibt teilweise auch in, dass hier irgendwelche Frachtkisten rumschweben, gibt es auch. Kann man die Sachen auch selber bauen später, also bessere Laser bauen, irgendwie erforschen und dann... Ich glaube auch, es gibt so. Forschung. Da muss ich ehrlich sagen, so das habe ich... ist man ja auf den Loot angewiesen, dass man nur über den Loot quasi... Soweit ich weiß, kann man wohl auch forschen, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also es ist zum Beispiel, ich habe schon mal ein paar Videos auch geguckt, einfach weil mich das Spiel sehr interessiert hat. Und soweit ich das jetzt zum Beispiel auch weiß, in den Videos ist es so, da sieht man immer, ich mach mal kurz P, dann sieht man das nämlich oben, hier oben links in der Ecke, da sieht man eigentlich so eine schöne Anzeige, wie viel Material man hat. Gerade, also sprich, ich habe jetzt knapp 2800 Eisen und 138 Titan. So, wenn ich jetzt Escape drücke, dann ist die Anzeige wieder weg. Und diese Anzeige des Frachtraums oder eben des Bestandes an Materialien, der wurde wohl... Der war in früheren Versionen wohl permanent anzeigbar, ist jetzt wohl rausgepatcht worden. Warum, finde ich ein bisschen schade, weil das ist doch irgendwie schon, finde ich für meinen Geschmack schon ein bisschen wichtig zu wissen, wie viel man davon jetzt hat. Vielleicht gibt es da auch eine Mod dafür, ich habe jetzt noch keine gefunden, also... Vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch in dieser Drohne sind, vielleicht sieht man es dann, wenn man ein größeres Schiff hat mit leider einem langen Rissen drin. Nee. Soweit ich weiß nicht, das wurde wohl rausgepatcht. Vielleicht kommt es wieder, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, oder es hat jemand eine Idee, wie man es wieder einstellen kann. Ich glaube, ich habe schon mal in irgendwelchen Indie-Dateien auch geguckt, aber nichts gefunden. Aber na, ist egal. Auf jeden Fall schreien einige Minecraft im Weltall. Was vielleicht auch so ein bisschen an der Blockgrafik liegt. Aber was ich ganz toll finde, das wird man nachher sehen, wenn man Schiffe baut. Man kann halt nicht nur eckig bauen, sondern man kann auch mit Schrägen bauen und mit Farben und allem drum und dran. Also es ist halt schon, bietet eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, weil man kann auch, ja, riesengroß bauen, wenn man möchte. Und wenn man sich das hier mal anguckt, diese Station da im Hintergrund zum Beispiel, die ist schon etwas länger, größer. Wie sieht's denn aus bei dir, lieber Mina? Hast du schon irgendwie Titan gefunden? Ja, habe ich. Warte, ich drücke mal P und ich kann dir sagen, ich habe 2500 Eisen und 1300 Titan knapp. Dann bin ich wahrscheinlich an der falschen Stelle von diesem Asteroidenfeld, weil ich finde hier nur Eisen. Ich bin in Richtung dieses grünen, dunkelgrünen Kreises geflogen und habe da einen großen Titanblock gefunden und abgebaut. Okay. Und jetzt auch gerade einen großen Eisenblock, wo ich echt ewig dran jetzt gesessen habe, um den zu entfernen und bin jetzt bei fast 3000 Eisen und 1200 Titan. Krass. Und guck jetzt mal, ob ich noch einen Titanblock irgendwo sehe. Ist das Eisen fließt, oder Teile der Sachen, die man abbaut, fliegen ja dann auch nochmal drum herum. Da muss man dann mal gucken, dass man die noch mit einsammelt. Genau, dass du die alle einsammelst, genau. Titanblock. Piraten greifen den Sektor an. Achso, also es ist durchaus so,
genau, es gibt halt schon eine Story auch in diesem Spiel, soweit ich weiß, die man auch jetzt dann in Kürze wohl erfährt. Oder was heißt erfährt, aber nee, Story nicht in der Form. Es gibt, ich möchte jetzt, auf jeden Fall ist egal. Fraktionen. Es gibt Fraktionen, genau, es gibt Quests soweit auch und es gibt auch so eine kleine Konstante in diesem Spiel, den wir da wohl noch, den wir dann demnächst mal treffen werden. Aber es ist so manchmal ein bisschen grindig, weil man halt eben Materialien braucht. Ne? Man braucht die für alles. Also das Bausystem, aber weil Mene hat das schon vorhin kurz mal angeschnitten, mit dem, dass Titan halt sehr wertvoll ist und dementsprechend man halt vieles aus Eisen am Anfang baut und nur einige Komponenten aus Titan. Man kann, das finde ich ganz, ganz cool gelöst, seine bestehenden Bauten einfach aufwerten sozusagen. Also man behält die Konstruktion, die Form bei und sagt einfach so, ich möchte dich jetzt upgraden auf Titan. Das geht auch. Ach. Ja, das finde ich schon mal ganz cool. Und ich zeige es nochmal hier oben. Es gibt ja hier verschiedenste Mineralien. Da liegt jetzt natürlich genau das Overlay von meinem Aufnahmeprogramm drüber. Aber als letztes, als rotes, ist Avorion. Namensgebend oder andersrum vom Spiel namensgebend beeinflusst. Und wenn man hier mal auf die Karte guckt, ich drücke jetzt mal auf M. Man fängt halt, das ist die Galaxiekarte. Sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, wenn man das in der Vollansicht sieht, wenn man denkt, das sind ja jetzt hier bloß 1, 2, 3, 4 bis 5 Felder zum Mitte der Galaxis oder Galaxie. Nein. Wenn man mal näher reinzoomt in dieses große Quadrat, dann gibt es hier wieder verschiedene kleinere Quadrate. Und dieser grüne Umkreis um unser Schiff, das ist, glaube ich, die Radarreichweite. Und dieser blaue Kreis, nennen wir es mal Kreis, das ist die Entfernung, die unser Schiff mit einem Hypersprung quasi erreichen kann. Also nicht wirklich große Reichweite, die wird sich natürlich auch mit einem anderen Schiff dann noch verbessern. Ich habe einen geheimen Vorrat gefunden. Da kannst du ranfliegen und dann mittels F ihn öffnen. Okay, ich bin fast dran. Oh, und ich habe tatsächlich Titan gefunden in weiter Entfernung. Man sieht es übrigens auch so, wenn man hier drüber fährt. Nee, ich kann mit F nichts öffnen. Oder muss ich ganz ran? Ich bin 200 Meter nur noch entfernt. Nee, du musst, glaube ich, ganz nah ran. Du musst ganz ran öffnen. Und jetzt ist was passiert? Ich habe irgendwas bekommen. Mhm. Wie kann ich das sehen, was ich bekommen habe? Drück mal auf I. I? Da müsstest du ein Inventar haben, genau. Ein Doppeleisenabwrack-Geschützturm habe ich erhalten. Krasser Typ. Übrigens, man sieht. Effizienz 18,7. Das heißt, mit dem kann ich dann abbauen. Ja, aber ich glaube nur Wracks. Müsste man mal gucken, ob du damit auch Berg bauen kannst. Meiner kannst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache jetzt mal diesen Vorrat noch kaputt, nachdem ich ihn ausgeleert habe. Gucken, was da passiert. Ja, da glaube ich, da kriegst du Titan auch raus irgendwie. Was ich noch gerade sagen wollte, man sieht übrigens hier auch ganz gut. Man muss nicht immer eine Zielaufschaltung machen, hier mittels mittlerer Maustaste, sondern wenn man Mouseover macht, dann sieht man, also hier vorne seht ihr jetzt schon, da ist jetzt Eisen drin. Wissen wir ja mittlerweile, oranges Eisen. Wenn man da jetzt mit der Maus rüberfährt, dann spannt er hier auch einen orangefarbenen Rahmen rum. Da hinten, da sieht man schon so weiße Pupse, das heißt, das ist Titan. Da wird dieses Quadrat wird weiß. Bei so einem normalen Stein-Asteroiden ist es bloß grau. Also da anhand dessen erkennt man eben schon, was da drin ist. Trotzdem ist Titan, je weiter man von der Mitte der Galaxie entfernt ist, umso seltener. Das ändert daran nichts. Also mit anderen Worten, je weiter man in die Mitte der Galaxie vordringt, umso öfter trifft man auf seltenere Ressourcen. Was aber auch bedeutet, desto öfter trifft man auf böse, 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 böse Gegner. Genau, richtig. Gut zusammengefasst. Okay. Ja, ne? Auch mit der Wortwahl, finde ich, habe ich das. Böse, böse Gegner, genau. Böse Gegner. Jetzt bin ich hier gerade mit um Haaresbreit an diesem riesen Asteroiden vorbeigeschrammt. Ich habe lange keinen Titan gesehen, Eisen sehe ich sehr viel. Weil ich gerade gesagt habe, Riesen-Asteroiden, es gibt übrigens, das ist ja natürlich jetzt im Vergleich zu den wirklich großen, nur ein kleiner Schiss. Es gibt nämlich wirklich noch riesengroße Asteroiden, die sehen aus wie mehrere von diesen kleinen zusammengepfropft in einen. Wenn man so einen findet, kann man den verkaufen an, glaube ich, zwei oder mehrere Fraktionen, die sich dann dort anbieten. Und da kriegt man ordentlich Kohle für, was eigentlich gerade am Anfang schon ziemlicher Startschub ist. Nicht Schuss, sondern Schub. Und
später, also je weiter man wieder in die Mitte kommt, gibt es dann teilweise auch solche Asteroiden, die Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Einheiten des jeweiligen Minerals enthalten oder Erzes enthalten. Und da kann man dann sogar Bergbauminen drauf bauen und so, was dann ziemlich spektakulär aussieht. Aber da kommen wir natürlich erst noch hin. Da kommen wir noch. Wir haben ja noch ein eigenes Schiff. Aber ich würde sagen, wir können dann, glaube ich, wenn du genug Titan hast für so ein bisschen, können wir dann, glaube ich, wir bauen zusammen oder parallel. Hilfe! Fuck! Gestorben? Nee. Ja, ist ja noch nicht schlimm, wir haben ja noch kein Schiff. Glück. Ja, ich dachte, ich habe jetzt einen Backbau-Laser verloren, aber doch nicht. Okay. Ich glaube, ich habe so einen Asteroiden gefunden, von dem du eben gesprochen hast, wo der so aussieht wie mehrere ineinander gepfropfte. Echt cool. Ja, aber der scheint kein Material in sich zu tragen. Nee, also im Start nur am Streck. Genau, im Startgebiet nicht, aber da kannst du zum Beispiel, wenn es so wirklich so ein riesengroßer Oschi ist, dann fliegt er einfach mal näher ran. Ich glaube, ab 100 Metern ist es und dann kannst du auch mit F wie Friedrich den dann für dich in Anspruch nehmen. Ja. Und dann müsstest du dort sagen, verkaufen. Okay, gucken wir mal. Ich bin fast dran. Jetzt mit unter 200 Metern kann ich interagieren, kann ich einnehmen. Ja. Dann nochmal interagieren, Asteroid verkaufen. Ja, sehr schön. Dann bekomme ich 45.000 Credits. Du bist so ein richtiges kleines Glücksschwein, ne? So. Dann, und habe meine Beziehung zu dem zur jeweiligen Fraktion. Und jetzt kann ich mit dem, der Asteroid bleibt hier und ich kann nichts mehr mit ihm machen. Okay. Nein, du hast jetzt quasi deine Besitzrechte, deinen Claim hast du jetzt verkauft an den... Ja. Oh, ich habe doch was verloren, siehst du? An meinem Schiff. Ich habe doch was eingebüßt. So ein Stabilisatorenflügel oder was das da ist. Seitlich. So ein verdammter Mist. Achso, wir wollten ja mal gucken, wegen Bauen. Der sieht auch so groß aus, als könnte man den noch verkaufen. Den verlegen wir doch zu dem auch nochmal hin. Ich habe halt noch, ich finde halt kein Titan, aber ja, ich auch nicht. Ich brauche aber noch, ich hab nur 300. Ja, das reicht natürlich noch nicht so besonders. Nicht? Bremsen. Übrigens, falls Fragen kommen, man kann... Nee, hier kann ich nicht interagieren. Nein, man kann nicht auf Planeten runter. Das soll auch laut Entwickler nicht vorgesehen sein. Man kann auch nicht auf seinen Schiffen umherwandeln. Auch das ist nicht vorgesehen. Entwickler hat das damit irgendwie argumentiert, weil das halt komplett eigentlich ein neues Spiel wäre. Ja, und darum geht es hier in dem Spiel ja quasi auch nicht. Also es geht ja um, nein, um das Umherirren im All und um die Schiffe, nicht um deren Inhalt. Richtig? Richtig, so, genau. Warum will ich das jetzt mal? Schneller bauen, sonst sterbe ich! Auch vorbeigestraft. Ja, man kann manchmal, wenn man Glück hat, sich auch einen Tunnel durchgraben. Wenn die nicht so massiv sind. Hatte ich eigentlich schon das Format eingangs erwähnt? Nein, ne? Ich glaube nicht. Weil du doch so gerade so tolle Überleitung gefunden hast, ne? Von wegen mit Schiffen und so. Das Ganze heißt, die Flotten im All. Avorion, die Flotten im All. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was wir damit meinen. Uns oder die Schiffe oder beides, wer weiß. Wer weiß. Wann werden wir es rausfinden? Vielleicht in Folge 100. Wahrscheinlich, ja. So, Titan ist hier echt mau irgendwie. Ja. Also, weil ich habe jetzt schon, die Erfahrung, die ich jetzt schon mal gemacht habe, ist, dass wenn man dann, also wenn man beim Schiffbau keinen Energiegenerator hat, dann ist man irgendwie ziemlich schnell am Ende eben mit der Energie, wenn man Erze abbauen möchte oder so, weil diese, man nimmt andere, man hat ja hier im Gepäck, hat vielleicht schon mal kurz gesehen, hat man ein paar Bergbaulaser und Geschütztürme, die einem die Oma geschenkt hat zum 18., ich weiß es nicht, wo die herkommt, die man dann dementsprechend auf ein Schiff bauen kann, aber die brauchen halt wie so vieles Energie. Und diese Energie lädt sich langsam wieder auf, aber teilweise eben sehr langsam, was blöd ist, wenn man mitten beim Minern ist. Ja, mal eine Frage zur Meta um das Spiel herum. Ja. Wie lang wollen wir denn unsere Folgen gestalten? Das ist eine gute Frage. Ich würde fast schon behaupten, dass wir die erste Folge an der Stelle vielleicht sogar mal zu Ende bringen. Mhm. Und in der zweiten Folge bauen wir dann unser erstes Schiff, oder? Das können wir auch gerne machen.
Vielleicht können wir ja off-cam noch ein bisschen nach Titan farmen. Genau. Dann müssen die armen. Ach, du kommst gerade von da. Da ist kein Titan, wo du da gerade herkommst. Nicht? Achso, das war eine Frage. Wo ich herkomme. Nein, da ist kein Titan. Da sind nur ein paar Eisenbrocken, aber leider kein Titan. Guck mal, hier unten ist aber so ein zum Verkaufen, so ein Block. Vielleicht ist das der, den ich gerade hatte, das weiß ich jetzt nicht. Wo ist denn unten? Jetzt fliegst du in die falsche Richtung. Achso. Siehst du mich? Du siehst mich doch. Ich bin quasi an deinem Heck, ja. Achso, dieses Riesending da vorne, ja. Genau. Ich glaube, das ist der, den. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist der, den ich verkauft habe. Das Vereinigte Königreich der Iusitel. Oh, genau, ich habe es verkauft. Oh, schade. Dann kannst du den leider nicht verkaufen. Dann war das der, den ich gefunden hatte. Mhm. I am so sorry. Nee, macht ja nichts. Okay. Aber ist ja, es sei dir ja gegönnt. Aber Titan wäre irgendwie auch geil. Ja. Na gut, wir gucken hier noch ein bisschen nach Titan rum. Auf jeden Fall, gibt es so viel über dieses Spiel zu erzählen, dass wir vielleicht schon irgendwie was vergessen haben oder doppelt und dreifach erwähnt haben? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wäre schön, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid, euch das mal ein bisschen anguckt. Es wird vielleicht auch mal ein paar Folgen, wo man einfach mal beim Miner ein bisschen am Quatschen ist oder so. Mal gucken, weil es gibt halt schon Sachen, wo man einfach Materialien braucht. Und immer Offcam machen ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn man das auch mit euch verbringen kann. Wir gucken einfach mal, wie wir es in Zukunft machen. Gelle? So ist es, ganz genau so ist es. Also, von der Stelle dann liebe Grüße aus dem Weltall. Ja. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, die Flotten im Weltall. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.